Also eins haben wir. Schönes Wetter haben wir. Letzten Tage im Sommer. Hallo da draußen an den Bildschirm. Und die Eimerproduktion. Sag mal, da ist tatsächlich immer noch das Feuer. Wahrscheinlich, wenn man ein neues Feuer macht, geht das weg. Ansonsten bleibt das. Verrückt, oder? Was hat man denn noch vor? Ach ja, wir wollten. Ja, wir wollten. Aber bevor wir das machen, hole ich mir oben das Fleisch. Wisst ihr? Da holen wir uns oben das Fleisch. Ob wir das alles reinbekommen? Ja, müsst eigentlich, ne? Wo ist eigentlich unser. Das habe ich irgendwo anders jetzt hin, ne? Unser Hasenkasten. Das habe ich ein bisschen verändert und schon weiß ich nicht mehr, wo es ist. Wie konnte das passieren? Warte mal, ich schau nochmal. Wenn es so reinläuft, ist unser Hasenkasten nicht mehr da. Haben sie den kaputt gemacht? Hier. Haben wir den weiter Rinde gemacht? Nee. Okay. Dann müssen wir uns wohl oder übel mal Warte, das geht gar nicht so einfach. Aber jetzt. Ich hab gedacht, ich schaff's so, aber keine Chance. Wir müssen was essen. Haben wir noch Beeren? Warte, wir holen uns die Beeren, den Rest der Beeren. Ich glaube, da nehmen wir wieder 30, 40. Dann kriegen wir gleich auch unseren Wasserhaushalt in den Griff. Und das ist in Ordnung. Eine Schaufel. Wir brauchen unbedingt über kurz oder lang noch eine Schaufel. Ich würde gern immer kontinuierlich den Ton abbauen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass wir den auf lange Sicht noch brauchen. Aber wer weiß das schon. Wie viel Fleisch haben wir denn eigentlich noch so richtig? Sag mal, das Fleisch ist doch immer. Haben sie das verändert? Ach, das ist ja böse. Dass es nicht mehr vergammelt? Hat sich wieder jemand beschwert, oder? Dass das Fleisch vergammelt. Dann haben sie es gemacht. Kann ich mir vorstellen. Nee, wir hatten noch Beeren drin. Ach so, wir hatten noch Beeren drin, weil wir welche noch gesammelt haben. Ah, ich verstehe. Dann mach mal. Nehmen wir den Rest dann hier rein. Ne? Okay. Dann hauen wir den Rest wieder rein in die Tonne. Oh, Godzimira geht auf Arbeit, wie es aussieht. Wir schauen mal, was wir noch alles ins Materiallager. Hallo! Ist doch Godzimira, oder? Ja. Hab einen schönen Tag und lass dich nicht von irgendwelchen Wildschweinen. Kann nämlich böse enden. Ach, apropos, Bären. Wir hätten auch noch ein bisschen was mitnehmen können. Für Godzimira. So, wir schauen mal, was wir alles hier rein. Also die Federn auf alle Fälle. Nee. So, wir haben noch eine Bronzeschaufel, die ist noch in Ordnung. So. Das kann natürlich auch sein mit den Pilzen. Wartet mal, ich muss noch mal schauen, Pilze. Das wäre das letzte Mal. Nee, 43, alles klar. Weil ich habe dann gedacht, weil das waren glaube ich so 36 oder so, da habe ich gedacht, ja, das hätten natürlich auch unsere Pilze sein können, wisst ihr?
Um jede Menge Stücke jetzt. Brauchen wir auch. Aber wir können tatsächlich ein paar hier behalten. Zehner, oder? So. So Stroh. Ja, haben wir mal alles rein. Ist in Ordnung. Gut, haben wir es, ne? Glaub. Dann holen wir mal ein bisschen Fleisch noch von oben, von der Jagdhütte. Ja, also, das ist hier wirklich nicht regenerativ. Da müssen wir wirklich Setzlinge dann anpflanzen, wenn wir hier zu viel. Da müssen wir dann zum Förster werden. Jo, kann ich mir vorstellen. So als Beruf. Also Holzmacher ist schon eine andere, aber Förster ist schon in Ordnung. Vor allen Dingen, du hast halt immer die Frischluft hier, ne? Wenn du durch die Gegend heizt. Das ist halt schön. Schaust ein bisschen, wie in deinem Revier das Ganze ist. Dann schaust du auch, wie der Wildbestand ist. So ein bisschen wie so ein, ich fand immer gut, so Ranger. Ranger in USA. Boah, haben wir einen Wildbestand hier, obwohl Godzimira doch schießt wie eine Verrückte, oder? Ey, wartet mal kurz. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind hier völlig falsch. Wir müssen uns ein bisschen links halten. Sehr grüßt. Moment. Das werde ich nochmal abarbeiten hier. Meine Oma, wenn die in die Bären ging, die hat das noch, also damals meinte sie, so ein Riffler. Da gab es auch noch, also sie meinte, jetzt gibt es ja, also wo wir dann unterwegs waren, da gab es schon nicht mehr so viel Bären, aber sie meinte in ihrer Jugend und also wie sie noch jung war, da gab es ganz viele von den Bären. Und heutzutage gibt es ja auch nicht mehr so viele. Und da hat sie gesagt, da hat sie so einen Riffel oder so einen Riffler oder was, wie das hieß. Und da konnte die das so nicht mit der Hand so abpflücken, sondern die wurden dann so richtig ja, schabt, will ich es mal nennen. So, jetzt habe ich komplett die Orientation verloren. Normalerweise müssen wir hier rum, oder? Müssen nur aufpassen, wie gesagt, dass wir. Das war doch dann so ein bisschen eine freie Fläche und dann kam unsere Jagdhütte. Habe ich so im Kopf. Also konditionsmäßig, mein Freund, müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, hier hätten wir jetzt nochmal Bären, aber ich habe jetzt 150 Bären. Das macht kein Mensch, so wie ich. Aber macht Spaß. So mal dazwischen. Kleine Bärensuche. So, dort unten ist die Jagdhütte, richtig? Nee. Ist trotzdem ganz schön weit weg. Ah, hier. Voll drauf gestoßen. Godzimira, bist du gerade da? Wahrscheinlich nicht. Wir schauen mal kurz, wie es aussieht mit Messern. Sonst machen wir sowieso noch welche. Warum nicht? Ach, schaut hin. War das schon immer so? Salzfass, ja. Wir haben noch zwei Messer. Da stelle ich mal noch zwei her. Oh, schau den. Wir müssen das Fleisch, warte mal. Wir müssen das Fleisch. Dann lieber ein bisschen mehr Felle, die wir verkaufen können, als Fleisch vielleicht, ne? Schauen wir mal. Also, müssen wir das nochmal ein bisschen anpassen, meine Gute. Warte, nee, warte, das müssen wir anders machen. Das müssen wir wieder so machen, da geht es am besten.
Also, und zwar hier, wir gehen mit dem Fleisch ein bisschen runter, vielleicht erstmal auf 30% und gehen hoch mit Leder auf 90 und vielleicht noch Pelz, oder? Federn, ja. Erstmal nicht. Gut. Um jede Menge Fleisch. Das Fleisch werden wir tatsächlich. Wir schauen mal, wie viel können wir denn da mitnehmen von dem Fleisch? Elf Gewicht wird passen. Dann nehme ich das sogar alles mit, meine Gute. Ah. Ja. Ja, dann werde ich es gleich hier. Das ist natürlich blöd, aber hier zu lassen wäre es blöd. Hier zu lassen wäre blöd. So, wir wollen nochmal schauen, ob wir hier wirklich trinken können. Oder ob wir hier irgendwelchen. Ja, tatsächlich. Das gab's noch nicht. Das haben sie neu. Sag ich euch. Das war dann wahrscheinlich, und deswegen ist wahrscheinlich auch die Speisemorchel, könnte ich mir vorstellen, dass die Speisemorchel am Ende, denke ich, zwar zwei gekostet hätte, aber dass er dann gesagt hat, oh, nee, sag mal, ist das ein Wagen hier? Da gibt es doch immer schönes Zeugs. Knüppel aus dem Sack. Können wir uns schon mal verteidigen. Eisenerz. Okay. Noch irgendwas Schönes? Das andere lassen wir liegen. Ein Wagenrad. Ich bräuchte eigentlich den Wagen insgesamt. Das wäre gut. Oh, das Eisenerz. Oh, das wiegt schwer, sag ich euch. Das Eisenerz wiegt schwer. Da bin ich ja in 50 Jahren zurück. Das ist übel. Wartet mal dann. Ach, wir wollten doch. Ach, Gott sei Mira. Wenn man nicht an alles denkt. Verdammt, ich hab's vergessen. Jetzt gehe ich auch nicht mehr rauf. Ich habe vergessen, die Steinmesser. Müssen wir nochmal händen. Echt vergessen. Mist. So kann man natürlich auch einen wertvollen Sommertag verbringen, ne? Oh, schaut mal hin. Hier gibt es jede Menge von dem Riedgras. Also an Stroh soll es uns nicht mangeln. Ich glaube, das ist regenerativ, das Stroh, kann ich mir vorstellen. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Oh, schön, ne? Bisschen durch die Natur. Ach, natürlich niemand. So seinen Tag zu verplempern. Aber ich hoffe, wir haben noch genug Zeit, dass wir hingehen und das Ding für. Ja, gut. Unigost eigentlich nicht mehr. Wir sind jetzt ja bei Sambor angelangt und den anderen Namen habe ich vergessen, um ehrlich zu sein. Da waren wir noch nicht oft genug. Den Schatzkeks. Wollen wir schauen. Also um ehrlich zu sein, auf Wildschweinjagd und Fuchsjagd, wie da oben steht, würde ich tatsächlich erst gehen, wenn wir einen Bogen haben. Wisst ihr, als ich so mutig vor mich hingebraten habe, habe ich so gedacht, es wird Zeit, dass wir uns ein anständiges Männergrill hinstellen. Denn das ist echt. Das dauert echt seine Zeit. Achso, wir essen erstmal ein bisschen was. Dann verstauen wir das Ganze hier.
Wir können Godzimira noch ein paar Beeren geben. Und wir hatten doch eine Küche, oder? Wir hatten doch eine Küche. So, schauen wir mal. Die Beeren. Ja, 100, oder? Das Braten müsste jemand anders machen. Das wäre schon gut. So, den Rest geben wir Godzimira und hier. Ja. Erstmal, keine Ahnung, 20, 30. Ja. Was haben wir hier noch? Tollkirsche. Einmal rüber. Nee, nicht rüber. Was haben wir hier noch? Wir hatten noch was, ein Knüppel. Wir nehmen den mal mit. Man weiß manchmal nie. Sag mal, wieso? Die Fackel sehe ich gerade vom Zustand her. Ist da irgendein Fehler jetzt drin? Weil ich sehe, dass die Fackel vom Zustand auch nicht abnimmt. Sieht aus, wie wenn da ein Fehler jetzt drin ist, ne? Seit dem neuen Update. Oh, das ist ja schade. Ach, das ist schade. Ah, das ist wirklich schade. Ja, das ist. Das ist schade. Vielleicht, ne, weiß man nie, ne, ob es durch einen Spielstand kommt, wenn so ein Update draufkommt. Warte mal, wir gehen mal kurz hier rein. Und noch die Tollkirsche weg. Okay. So, dann haben wir noch den Rest bei Godzimira in die Truhe. Ja, da müssen wir ihr dann morgen auf alle Fälle, oder im Grunde schon im Herbst, müssen wir ihr dann auf alle Fälle. Der trotzdem noch einiges, ne? Ja, ich geb's ja trotzdem. Und hier 10. Und dann ist er versorgt für die nächsten Jahrhunderte. Oh, von hier sieht man tatsächlich das Dorf da drüben. So, dann. Ich weiß, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber benehmen sie uns vielleicht. Dann gehe ich mal rüber zu dem und schau mal, was der mit seinem Holz nun wirklich will. Können wir ja schon mal anfangen vielleicht heute. Und noch den Rest. Genau, da arbeiten wir heute noch, bis wir umfallen und in die nächste Jahreszeit reinfallen. Wisst ihr? Das ist so das, was ich noch machen würde. Ja, es wird trotzdem dann schnell dunkel, ne? Denk mal noch, das ist alles gut. Es sind Bretter, ne? Wir nehmen sie mal mit. Allerdings müssen wir die dann dort irgendwo zwischenlagern. So, was haben wir hier? Ach, Brennholz lassen wir jetzt hier. Ist noch irgendwas, was wir anderes brauchen? Mein selbst halt eine Fackel, nehme ich mal mit. Vielleicht ist wieder eine gute, wisst ihr? Gut, dann schauen wir mal, ob wir mit ihm noch mal ein Schwätzchen halten können. Denn 1000 Stämme sind echt ein Wort.
Wie hieß denn der? Ist der hier drin? Entschuldigung? Wohlrat? Entschuldige, dass ich dich aufweck. Ich bin spät dran. Was beschäftigt dich denn, Rudolf? Nee, Rasi. Sei es drum. Nur um klarzustellen, das mit den Holzstämmen. Das sind ja meine Worte hier, oder? War doch ein Scherz, oder? Was meinst du damit? Die Wölfe sind... Hast mich erwischt. Wollte dich veralbern. Aber es gibt tatsächlich etwas, bei dem ich deine Hilfe gebrauchen könnte. Eine Kuh müsstest du töten. What? Wurde sie des Hochverrats für schuldig befunden? Sie hat sich mit diesen Wölfen gegen uns verschworen, oder? Ich fürchte, dieses Mal ist es wirklich kein Scherz. Wir haben diese Kuh vor ein paar Jahren gekauft. Ihr Name ist Marilla. Sie hat schon vor einer Weile damit aufgehört, Milch zu geben. Meine Frau, hier kommt sie, besteh darauf. Um was geht's? Um die Kuh. Ah, ja, die müsste getötet werden, geschlachtet, weil das Fleisch bald nicht mehr genießbar sein wird. Ja. Aber ich kann das einfach nicht, weißt du? Sie ist mittlerweile fast zu einem richtigen Familienmitglied geworden. Die Kinder sind zusammen mit ihr aufgewachsen. Wir blicken auf so viele gemeinsame Erinnerungen, weißt du? Gemeinsame Erinnerungen mit einer Kuh? Ja, sei doch nicht so. Du weißt, was ich meine. Kannst du sie für mich schlachten? Mach es nur irgendwo, wo ich es nicht sehen muss. Ja, meinethalben. Kein Problem. Ich habe keine tieferen Gefühle für Essen. Ich habe mir jetzt die Feindschaft aller Vegetarier hier zugezogen. Wer von euch da draußen Vegetarier ist? Ich habe die Feindschaft aller Vegetarier. Jetzt ist natürlich die große Frage. Die große, große Preisfrage. So, wie bin ich? Wie habe ich denn? Wie konnte ich denn? Nee, ja, ist ja gut. Ach so, okay. So konnte ich übrigens springen. So, jetzt Fackel raus. Ja, ich bin mir dessen Nee, wo ist denn die Kuh? Nee, ich brauche eine Kuh. Ja, aber wo? Ach nee, ich muss erst mit Amanda sprechen. Das ist doof. Können wir hier eigentlich eventuell schlafen? Und dann wach ich dann, wenn ich mich hier hinknall, im Windschatten? Schau mal kurz. Wo war... Hier. Wenn ich mich hier im Windschatten ach, die lassen mich nicht. Wenn ich mich hier im... In der Wildnis... Hier. In der Wildnis hinknall... Wie wär's? Könnte ich hier Könnten wir hier schlafen, ne? Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. War eine kürzere Folge. Aber für mich nicht. Nur für euch. Ciao, ciao.